Ihr seht, ich bin noch in meinem Ryo-Kostüm, weil ich war gerade Street Fighters Private eine neue Folge am Drehen und da hat mir ein liebes Mitglied von YouTube, ein Abonnent von mir, The Homister, hat mir einen Link geschickt, den werde ich hier unter das Video setzen, und zwar die Custom Firmware für den PSP-Emulator auf der Vita ist draußen. Und Leute, so schnell ihr könnt, Urbanix aus dem Store holen, es läuft auf der Firmware 1.81. Draufhauen, installieren, Custom Firmware auf der PSP. Ihr wisst ganz genau, was das heißt da draußen. Also los, runterladen, installieren. Tutorial von mir kommt noch. Aber ihr könnt das genauso machen wie mit dem VHBL-Exploit halt. Oder nee, ich glaube sogar offiziell ganz normal. Naja, egal. Ladet es euch erstmal runter. Und Urbanix gibt es immer noch umsonst mit dem Europa-Account bei Facebook liken. Urbanix kriegt ihr immer noch umsonst. Ihr braucht Urbanix und auf 1.81 läuft die Custom-Firmware. Danke an The Homister, dass du mich so schnell informiert hast. Ich mache noch einen Link unter das Video auch zu vololo.net. Da wurde das nämlich bestätigt. Weil, tut mir leid, ich nehme keine Dateien einfach so an. Ich muss mich ja ein bisschen absichern. Und ja, auf jeden Fall großen Dank von der Community an The Homister, an The Noob, der den, die Custom-Firmware rausgebracht hat. Und ja, Leute, runterladen, installieren, ISOs zocken. Ciao.